Herzlich willkommen. Ja, ich wollte mich da heute sprechen über den Einsatz von kurzen Animationsfilmen im Sprachunterricht. Und Walt Disney sagte einst, dass alles, was ein Mensch sich vorzustellen vermag, vermag die Animation zu erklären. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung davon. Kaum ein anderes Medium ist so vielfältig wie der Animationsfilm und bietet so viele verschiedene Möglichkeiten, ihn im Unterricht einzusetzen. Und in der Präsentation heute möchte ich beleuchten, wie die Verwendung von Filmen im Unterricht, wie sie den Sprachlernern neben der Spracherfahrung mittels eines digitalen Mediums auch eine kulturelle Erfahrung eröffnet. Und darüber hinaus kann der Einsatz von den Filmen auch genutzt werden, um den Lernern übertragbare Fähigkeiten der Medienkompetenz zu vermitteln. Ich werde in der Präsentation drei Filme. Konstanze, Entschuldigung, dass ich, Konstanze, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Können Sie ein bisschen lauter reden oder den Volumen auf dem also Mikrofon ein bisschen höher, weil wir können Sie wirklich nicht so gut hören. Wenn ich es höher halte, funktioniert das? Ja, Ja, okay, wunderbar, dann halte ich das. wunderbar. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber dann hört man mich besser. Okay. Genau, also ich werde heute drei Filmbeispiele präsentieren. Die Filme sind über die Links am Ende der Präsentation abrufbar. Ich werde die jetzt nicht vorführen, aber wie gesagt, sie sind dann abrufbar und darüber hinaus werde ich am Ende auch noch kurz weitere Ressourcen für Animationsfilme vorstellen. Ich spreche hier gezielt von Animationsfilmen und nicht von Trickfilmen, da mit Trickfilmen meistens Zeichentrick verbunden ist und Animationsfilme beinhalten darüber hinaus aber zum Beispiel ja auch Puppentrickfilme. Ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Sandmännchen oder auch die Augsburger Puppenkiste. Und Animationsfilme können auch Computeranimationen sein. Da ist Pixar in den USA zum Beispiel ganz großer Vorreiter, aber Deutschland mittlerweile auch sehr trainiert. Und es gibt zum Beispiel auch unbekanntere Formen wie Collagenfilme oder den Silhouettenfilm. Ich muss auch vorwegnehmen, dass es in der Präsentation nicht darum geht, wie man Trickfilme mit den Schülern selber macht, obwohl das ganz tolle Projekte sind und das auch auf jeden Fall weiterführende Projekte sein können, wenn man zuerst die Filme zusammen sieht, und dann sozusagen die Geschichten weiterspinnt und Projekte daraus macht, wie die Studenten selber einen Film machen können. Aber darum soll es heute nicht gehen. Für Trickfilmprojekte zum Selbermachen gibt es ganz tolles Material und Anleitungen auf zum Beispiel digibetis.de. Das ist das Projekt Digitale Bildung trifft Schule. Ich kann das kurz hier unten mal eingeben. Digitis.de. Oder es gibt auch die Seite huehd.com. Und wenn man da nach Trickfilmen sucht, dann gibt es da vor allem Projekte für jüngere Kinder zu Trick und zur optischen Täuschung. Und das kann man auch sehr gut im Sprachunterricht verwenden, wenn es um das Selbermachen von Trickfilmen geht. Genau. Dann hier nur ein kurzer Überblick, warum wir die Animationsfilme im Sprachunterricht benutzen sollten. Das wird der erste Punkt sein, dann zur Medienkompetenzvermittlung, dann die gezielte Arbeit mit den Animationsfilmen, allgemeine Berücksichtigung, Spracharbeit und dann die Filme selbst. Die Filme sind die Lösung, Roland Safari und dann Peter Fox Musikvideo Schwarz zu Blau. Und am Ende die Links zu den Filmen und zu weiteren Ressourcen. Dann ja, warum wir diese Filme im Sprachunterricht benutzen sollten. Zuerst einmal stellen sie eine Kurzform, eine audiovisuelle Kurzform in der Zielsprache dar. Oft ist im Unterricht keine Zeit für längere Filme. Die Unterrichtszeit reicht einfach nicht aus. Viele von uns haben 50 Minuten Klassen oder 70 Minuten. Da kann man keinen ganzen Realfilm besprechen in einer Unterrichtseinheit. Und da ist es schön, wenn man einfach eine kürzere Einheit hat mit einem, trotzdem mit einem digitalen Medium. Außerdem ist es gerade auch bei jüngeren Schülern gut, wenn man die Aktivitäten einfach sehr viel abwechselt, also meistens alle 10 bis 15 Minuten. Danach lässt schon oft das Aufnahmevermögen nach. Und da ist es ganz gut, wenn man die Inputform wechselt. Und da sind die kurzen Filme sehr gut geeignet. Und außerdem grenzt es damit auch das Ausgesetztsein dieser Zielsprache, aber in unserem Fall Deutsch, auf einem sehr überschaubaren Zeitraum ein. Also es sind meistens ja 3, 4, 5, 6 Minuten. Und das, wenn man das vorher den Studenten oder Schülern auch klar macht, grenzt es auch oft
das Stress- und Frustrationslevel ein, weil es doch teilweise für einige Schüler sehr überwältigend sein kann. Sehr lange Filme oder sehr lange visuelle oder audiovisuelle Medien zu haben in der Zielsprache. Der zweite Punkt ist, es ist visuell unterstütztes Training des Hörverständnisses. Oft fällt es den Lernern vor allem beim Hören der Zielsprache im Originaltempo sehr schwer und vor allem auch mit den Akzenten umzugehen. Und da ist die visuelle Unterstützung einfach sehr, sehr hilfreich. Also ist auch der nächste Punkt, die visuelle Unterstützung hilft beim Verstehen und Erlernen von Sprachsituationen und spezifischen kulturellen Situationen. Vor allem in der Kommunikation kann ja je nach Betonung in der Sprache und je nach dem Kontext zum Beispiel das Gesagte eine ganz große Metaebene haben, was eigentlich gemeint ist. Und das kann je nach Situation sehr variieren. Und da fällt es vor allem Sprachlernern oft sehr schwer, das einzuschätzen. Und da ist, wie gesagt, die visuelle Unterstützung auch sehr schön und kann dabei helfen. Beziehungsweise kommt bei den Filmen natürlich auch noch die weitere Sprache der Kamera dazu. Oft wirkt die Kamera das Bild kommentierend oder kann etwas überstrapazieren und dann macht es auch sehr viel Spaß, mit den Schülern oder den Studenten einfach diese Codes zu entziffern, nicht nur in der Sprache, sondern auch in dem Visuellen. Der nächste Punkt ist, dass die Sprachsituation oder spezifische kulturelle Situationen in einen größeren Kontext eingebettet sind, obwohl die Filme oft sehr kurze Geschichten sind oder nur Ausschnitte einer Handlung. Beinhalten sie doch diese ganze Entstehungsgeschichte des Films? Wie ist es entstanden? Wer sind die Macher? Was sagt das über den kulturellen Kontext? Sind es deutsche Filme, österreichische Filme, schweizerische Filme? Und was wird darüber in dem Film transportiert? Der nächste Punkt bezieht sich darauf, dass die bildhafte Sprache oft wirklich wortwörtlich bildhaft ist. Gerade im Animationsfilm wird oft mit der Sprache gespielt. Es wird oft sehr satirisch verarbeitet und kann damit durch eine Überbetonung für den Lerner auch teilweise verständlicher werden, was gemeint ist. Der nächste Punkt sagt, es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl an Themengebieten und eine Abdeckung verschiedenster Altersgruppen. Und das ist sehr schön. Durch diese Abdeckung des breiten Spektrums können die Animationsfilme damit in jeder Unterrichtseinheit benutzt werden und bilden damit auch ein wiederkehrendes Element und damit auch eine gewisse Struktur im Curriculum, was gerade für jüngere Lerner sehr schön ist, wenn es eine gewisse wiederkehrende Struktur gibt, auf die sie sich in den Unterrichtseinheiten verlassen können. Dann ist natürlich der kulturelle, politische und historische Hintergrund der Filme sehr schön, um einfach thematisch zu arbeiten, um kulturell zu arbeiten. Und das kann in die Unterrichtseinheiten eingebettet werden. Und der letzte Punkt ist die Medienkompetenz. So, was ist darunter zu verstehen? In der Medienpädagogik wird meistens zwischen den beiden Formen Medienerziehung und Mediendidaktik unterschieden. Medienerziehung bezieht sich auf die Bedeutung von Medien in Bildung, Beruf und Freizeit. Wie verwenden wir Medien in diesen Bereichen? Wie bereiten wir Lerner darauf vor, mit Medien umzugehen? Welche Codes gibt es? Wie können wir Codes entziffern? Der nächste Punkt ist, welche Aufgaben und Funktionen übernehmen Medien in unserer Gesellschaft? Das ist vor allem dann darauf bezogen, sich ein bisschen kritisch damit auseinanderzusetzen, wann benutzen wir Medien, in welchen kulturellen Zusammenhängen, in welchen ja auch geografischen Zusammenhängen, also wie werden Medien in verschiedenen Regionen benutzt? Welche Wirkung haben sie auf uns als Medienkonsumenten? Wie beeinflussen Medien unsere Entscheidungsfindung, unsere Wahrnehmung? Wie wird das zum Beispiel gerade von der Wirtschaft genutzt, gerade von der Werbung? Und wie können wir Medien dekodieren? Welche wiederkehrenden Strukturen gibt es? Und wie können wir diese als Konsumenten durchschauen und uns davon dann eventuell oder hoffentlich nicht beeinflussen lassen? Die Mediendidaktik darüber bezieht sich auf den Medieneinsatz für andere pädagogische Zwecke, das heißt für uns zum Beispiel im DAF-Unterricht. Wir benutzen die Filme oft sehr viel zur Inhalts- oder Sprachvermittlung. Aber die Frage ist, warum können wir nicht beides machen mit den Filmen? Und gerade im Animationsfilm ist das durchaus möglich, gerade weil man dann die Zeit hat,
darauf einzugehen. So, wenn wir mit den Filmen dann arbeiten, worauf müssen wir uns konzentrieren? Natürlich auf die Altersgruppe, auf das Sprachlevel, die Inhalt, die Themenschwerpunkte oder die Sprachsituation und dann auch die Fiktionalität von den Themen. Für die Altersgruppe ist natürlich der Inhalt ein guter Anhaltspunkt für die Einschätzung, aber auch die Umsetzung. So können zum Beispiel oft gerade jüngere Lerner noch nicht so viel mit sehr expressionistischen oder sehr abstrakten Umsetzungen von Filmen umgehen. Darüber hinaus ist die FSK-Kennzeichnung bei den Filmen durch die freiwillige Selbstkontrolle Film immer ein guter Rahmen einzuschätzen, ist das für mein Lernerlevel geeignet oder auch für die Altersgruppe einfach geeignet. Und auf der Website der freiwilligen Selbstkontrolle Film in Deutschland kann man auch oft das Protokoll der Entscheidungsfindung finden für Freigaben. Das hilft einem auch oft sehr einzuschätzen, kann man mit den Studenten oder Schülern arbeiten mit diesem Film oder nicht. Das Sprachlevel, und ich muss mal kurz gucken, habe ich das noch nicht. Genau, das Sprachlevel, dabei kann man vor allem bei den Satzstrukturen darauf achten und dann die Einteilung der Actville in den USA oder auch des europäischen Referenzrahmens für Sprachen zurückgreifen und anhand dieser Richtlinien oft sehr gut einschätzen, ist das für mein Sprachlevel geeignet oder nicht. Innerhalb Themen, Schwerpunkte und Sprachsituationen, oft hilft es, sich dabei selber klarzumachen, was ist eigentlich der Inhalt, welche Themenschwerpunkte gibt es und welche sprachlichen Handlungen werden ausgeführt und das einfach mal listen, ganz trivial und zu sehen, passt das überhaupt zu meinem Unterrichtslevel oder nicht. Die Fiktionalität ist ein Punkt, der die Filme, die Animationsfilme oft im Gegensatz zum Realfilm unterscheidet. Und zwar kommt dann diese Ebene der Fiktionalität dazu. Und das muss im Unterricht nicht unbedingt angesprochen werden, ist aber etwas, was wir uns als Lernende bewusst machen sollten und können, dass diese Ebene der Fiktionalität, gerade durch den Zeichentrick, durch die Computeranimation, uns oft ermöglicht, mit Themen umzugehen, die teilweise auch sehr schwierig sind. Gerade denn diese Fiktionalität eröffnet uns eine gewisse Distanz zu dem Dargestellten, zu dem Inhalt. Es gibt eh immer schon eine Distanz zwischen den Filmen und den Zuschauern und durch den Animationsfilm durch diese Fiktionalität wird diese Distanz noch vergrößert und das können wir uns zunutze machen, indem wir das nehmen, um wirklich auch über Themen zu reden, die vielleicht nicht so einfach sind. Aber die Fiktionalität senkt dabei auf jeden Fall das Stresslevel für die Lernenden. So, wie sieht die Arbeit dann konkret aus? So, die Sprach- und Inhaltssituation identifizieren, wenn wir uns einen Film ansehen. Das heißt, oder auch welche kulturellen Spezifika beinhaltet der Film? Welcher Wortschatz wird für das Verständnis benötigt oder durch den Film vermittelt? Muss ich meinen Lernern eine Wortbank geben oder können sie sich selbst zum Beispiel eine erstellen aus dem Film? Welche grammatischen Strukturen können über die Sprachsituation hinaus vermittelt werden? Und was man eigentlich mit jedem der Filme machen kann, ist Meinungen formulieren. Für höhere Sprachlernerlevel können die Filme als Anhaltspunkt für thematische Diskussionen dienen. Mit den Anfängerleveln kann man dennoch Meinungsäußerung trainieren, auch wenn das noch nicht jetzt als sprachliche Handlung eingeführt wurde. Aber man kann zum Beispiel einfach fragen, ob der Film gefallen hat oder nicht und warum. Oder was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Das funktioniert auf jeden Fall auch auf diesen Leveln immer schon. Das Genre bezieht sich mehr auf die Medienarbeit. Wir müssen uns bewusst werden, was ist das für ein Film? Silhouettenfilm, da geht es viel um Licht und Schatten. Das ist schwarz-weiß. Wie werden die Themen behandelt? Werden die auch schwarz-weiß und sehr dualistisch behandelt oder nicht? Können wir das irgendwie benutzen in unserem Film? Flachfigurenfilme, da wie gesagt sehr große Distanz, sehr große Fiktionalitätsebene. Das sind Themen, die kann ich vielleicht, die etwas schwieriger sind, die kann ich vielleicht sehr gut dadurch benutzen. Puppentrick ist oft für jüngere Kinder geeignet, da einfach diese ja, Ebene des Spiels da noch mit reinkommt.
Computeranimationen, das sind meist runde Formen, sehr, sehr geglättet alles. Wie sieht das aus? Werden Themen da einfach sehr einfach behandelt? Collagentrick ist etwas, was ein sehr abgehackter Stil ist. Was macht das für mich? Gibt mir das etwas Zeit zum Überlegen oder ist es dadurch einfach irgendwie verstörend? Weitere filmstilistische Mittel können angeguckt werden: Musik, Sprache, Kamera. Da kann man sehr gute Quellen im Internet zu finden. Was macht die Kamera? Close-up. Wie wirkt das auf den Zuschauer? Was macht die Sprache? Natürlich für uns als Sprachlehrer sehr wichtig. Aber auch, was macht die Musik in Filmen? Und natürlich dann zum Hintergrund: Wer ist der Filmemacher, die Filmemacherin? Was ist die Entstehungszeit, der Entstehungsort? Was ist der politische Hintergrund? Das sind alles Fragen, die natürlich eine gewisse Vorbereitung bedürfen, aber dann zum Beispiel sehr gut Projekte sein können, die über mehrere Unterrichtseinheiten geführt werden. Und jetzt zu meinen drei Beispielen. Das erste Beispiel ist der Film Die Lösung. Es ist ein DEFA-Film aus der DDR von 1987, 4 Minuten von Sieglinde Hamacher, und es hat keinen Dialog. Das hat den Vorteil, dass man da sehr kreativ mit den Lernern werden kann, zum Beispiel sie selber einen Dialog schreiben lassen kann. Und hier, wie gesagt, die Vorstellung, einfach die 5 Themen, die man sich vorher bewusst machen sollte. Altersgruppe. Was ist meine Altersgruppe für den Film? Kindergarten bis Erwachsene. Der Film behandelt Vögel, die auf einer Leine sitzen, und ein Vogel tanzt immer aus der Reihe. Und ja, selbst bis zum Ende guckt immer in die andere Richtung. So, was ist das Sprachlevel? Es könnten alle Level sein, denn es gibt keinen Dialog. Was ist der Themenkomplex? Tiere, wie man sieht, dann aber auch Individualismus oder auch Autorität. Was kann ich damit machen? In welche Unterrichtseinheiten passt das? Sprachsituation, in dem Fall wäre ein Konflikt oder Argumentation. Dann aber auch Gerede und Verpetzen, das machen die anderen Vögel. Aber dann auch Motivation, was motiviert den Vogel? Und die Medienarbeit in diesem Falle ist, es handelt sich um einen Zeichentrickfilm, er ist in Schwarz und Weiß. Man kann mit dem Titel hier sehr gut arbeiten, die Lösung. Und wie gesagt, es gibt keinen Dialog und es ist ein DDR-Film. Das heißt, man kann da sehr viel zur DDR-Geschichte machen. Gerade mit der Thematik, einer tanzt aus der Reihe, was bedeutet das? Und genau zu dem Film und auch zu dem letzten habe ich Arbeitsblätter vorbereitet, die können unter diesem Link, ich hoffe, ich habe den Link hier richtig, genau, ich füge den hier mal schnell ein, die können unter diesem Link abgerufen werden. Und genau, bei den Arbeitsblättern sieht man, wie gesagt, beides. Also es geht zum einen um Sprachunterricht, es gibt eine Vokabelliste, man kann zum Beispiel einen Lückentext machen. Und genau, und dann die Studenten selber einen Dialog entwickeln lassen. Man kann einfach fragen: Was seht ihr, was passiert? Kennt ihr solche Situationen? Beschreibt eine ähnliche Situation? Was der Titel zum Film? Ist das Problem am Ende wirklich gelöst? Das bezieht sich dann auf den Titel. Und etwas weiter fortgeschrittener, für zum Beispiel A2 oder B1 Level, könnte man dann die Frage stellen: Wie und mit welchen Methoden kann man versuchen, Leute zu motivieren bzw. zu überzeugen? Genau, das ist auf den Arbeitsblättern. Ich meine, ich sehe, wir. Die Zeit rennt uns davon. Ein schönes Mittel, was man auch immer benutzen kann, ist, Vergleiche mit der Lernerkultur herzustellen. Die Lösung ist sehr, sehr ähnlich zu dem amerikanischen Film For the Birds. Da ist es natürlich immer gut, mit den Lernern auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede einzugehen. Inhalt, Geschichte, Umsetzung, Entstehungsland und Entstehungszeit. Was sagt das? Immer wenn wir uns selbst auch als Lehrende klar machen, was bedeutet das für uns, was sagt das aus, das ist auch etwas, worüber wir immer mit den Lernenden sprechen können. Das zweite Filmbeispiel ist das Beispiel Ronin Safari. Das ist nur 36 Sekunden lang, hat auch keinen Dialog, ist von der Filmakademie Baden-Württemberg. Es ist, die Idee dahinter war: Was passiert, wenn Tiere aussehen wie Ballons? Hier kommt wieder dieses Level der Fiktionalität. Wie können wir damit arbeiten?
Und das macht der Animationsfilm. Es ist fast eigentlich so ein bisschen wie eine Traumwelt und damit kann man auch gut mit den Kindern arbeiten. Was sind Träume? Wie stellen Sie sich das vor? Die Altersgruppe ist hier auch Kindergarten bis Erwachsene, dadurch, dass es keinen Dialog gibt. Sprachlevel sind alle Level. Themenkomplex, was sehen wir, was wird dargestellt? Themenkomplex könnte Tiere sein, afrikanische Länder, Naturräume. Was könnten Sprachsituationen sein? Dadurch, dass es keinen Dialog gibt, müssen wir uns da ein bisschen auf die Handlung konzentrieren. Das heißt, es könnte Ärger oder Angst sein. Es kommt hier zu einer Jagd, Überforderung, aber auch Humor. Und die Medienart ist dabei die Computeranimation. Und was wir uns auch fragen können, es hat einen englischen Titel. Warum hat es einen englischen Titel? Außerdem ist in dem Clip dann auch zu sehen, es lief auf einem Filmfestival und es wird eine Website angezeigt und auch Marketing. Da kann man auch sehr gut über Medienarten sprechen. Inwieweit hilft das Englische einfach der Verbreitung? Inwieweit werden Medien hier genutzt, über das Lustige eigentlich auch Werbung zu transportieren? Und das letzte Beispiel noch ganz schnell am Ende ist das Musikvideo von Peter Fox, Schwarz zu Blau. Da ist die Altersgruppe eher junge Erwachsene bis Erwachsene durch den Inhalt. Das Sprachlevel ist mindestens B1, da es einen Text gibt, der sehr schnell gesungen wird und der auch teilweise sehr komplexe Themen behandelt. Themen wie Großstadtleben, Berlin, Hass, Liebe, aber auch Hassliebe, das Nachtleben, Morgendämmerung und Graffiti und Street Art. Die Sprachsituationen hier sind Musik, aber auch Lyrik, Monolog oder Dialog. Das richtet sich vor allem an den Sänger, führt er hier einen Monolog oder einen Dialog mit der Stadt. Und die Medienarbeit kann in dem Sinne dahin führen, wir haben ein Musikvideo, wir haben einen Mix aus Realfilm und Animation. Was bedeutet das für uns? Und wie funktioniert die Musik, Text und Bildebene? Und zu dem Titel habe ich auch Arbeitsblätter. Das kann auch unter dem Link gefunden werden, dargestellt. Und das ist dann ein bisschen komplexer. Da, wie gesagt, ja vom Text her ein bisschen mehr passiert und genau, die Fragen können Sie sich angucken unter dem Link. Was da sehr viel interessanter ist, ist natürlich, welche Geschichte erzählt die Animation in dem Film? So, weil sie funktioniert so ein bisschen im Hintergrund und wann unterstützt die Animation den Text und wann nicht, findet da zum Beispiel Beispiele, das kann man den Lernern vorschlagen. Dann, was ist Graffiti, was ist Street Art? Denn in dem Falle funktioniert die Animation als sich bewegende Street Art. Und das kann man dann natürlich schön weiterführen und sagen, welche Berliner Street Art-Künstler kennt ihr, stellt das vor. Und ja, welche Wirkung hat es einfach, dass sich das Graffiti auf einmal bewegt und sozusagen sein eigener Charakter wird? Genau, die Frage, wo finden wir die vorgestellten Animationsfilme, ist jetzt. Nope, nicht hier. Sondern hier beantwortet, das sind die Links zu den Filmen. Und die sind auch frei abrufbar. Und die Links sind auch nochmal auf den Arbeitsblättern zu finden. Und genau, ich renne hier schon wieder aus der Zeit raus. Deshalb sage ich schon mal vielen Dank und bin froh für alle Fragen. Dankeschön.